Das sind gute Mannschaften, die noch einen höheren Wert haben. Wir können uns mal schnell einen Überblick verschaffen, wie das momentan in der Liga aussieht. Da sehen wir, am besten macht das der EHC Biel, eben gefolgt von der Abersiljona Lakers. Und wenn ich jetzt noch die besten Mannschaften rauspflücke, die für mich eben eigentlich auch Zürich dazugehört oder Zug, dann sehen wir, die haben hier noch Potenzial. Warum ist eben der Wert so wichtig, dass man hier raufkommt? Gut, das ist eine enorm ausgeglichene Liga und wir schauen da unter extrem vielen verschiedenen Perspektiven das Spiel an. Und das ist jetzt eine davon, wo eben die von dir genannten Mannschaften Zug und Zürich sicher müssen besser werden, wenn sie da wieder auf die gleiche Flughöfe kommen, wie sie das in den letzten Jahren gewesen sind. Das ist eine Momentaufnahme jetzt gerade, ist sicher interessant, das weiterzuverfolgen. Aber das ist sicher ein Wert von denen, wo man sagen kann, okay, wenn du am Schluss erfolgreich sein wirst im Spiel 5-5, dann ist eben das, da ist eben Besitz gekommen und etwas daraus machen, das ist sehr wichtig. Etwas können kreieren, die Scheibe nicht nur wegspielen. Wir wollen uns noch in Bilder anschauen, Andreas. Wir wechseln darum hier über an unsere LED-Wand. Du nimmst noch den Stock mit, genau. Stock mit. Und dann schauen wir uns eben mal so ein Beispiel an, was das heisst, der Scheibe Sorge tragen, mit der Scheibe etwas Kreatives anzufangen, wenn man sie in der eigenen Zone hat. Genau, wenn wir da die erste Szene anschauen, wo Rappi gegen Aschau spielt, sehen wir da die Juse, die jetzt in Scheibenbesitz kommt, da unten gegen einen Vorchecker relativ einfach, er behaltet Pöck, kann den behaupten. Und Rapperswil kommt in einer direkten Sequenz zu einer gefährlichen Offensivaktion. Vielleicht können wir gleich zur nächsten Szene gehen, wo wir etwas Ähnliches sehen, aber da eine einiges schwierigere Ausgangslage. Wenn wir jetzt hier schauen, kommt Rapperswil jetzt gerade mit dem Leandro Profico in Scheibenbesitz und wenn wir jetzt gerade stoppen, dann können wir da, sehen wir gut, dass wir da 1, 2, 3 Davoser haben, die da direkt Druck machen und wir sehen in Aki Paragano, wo da eine nähe Unterstützung ist und jetzt ist eben, wenn wir jetzt gerade nochmal schnell stoppen, könnte man erwarten, dass jetzt eben der Pöck da rundherum kommt und irgendwie aus dem Drittel rausgeht. Das wäre so die sichere Variante, aber stattdessen sehen wir eben da, dass die zwei Verteidiger da gut miteinander spielen. Nochmal schnell stoppen bitte. Und jetzt auch wieder Paragano, der raufschaut und nachher der passt auf ihn vom Support. Der hat da eine nähe Unterstützung. Aber wenn wir es laufen lassen, sehen wir, dass sie jetzt wieder und dass wir gegen sehr starken Druck aus der eigenen Zone rauskommen, dass sie da in Scheibenbesitz bleiben können, ins Drittel hineinkommen und sich jetzt noch eine sehr gute Offensivsituation ausspielen. Also die Scheibe eben nicht einfach ins Rundspiel und mal denken, Hauptsache sie ist weg, dann passiert nichts, sondern eben denken, solange wir die Scheibe haben, kann uns auch nichts passieren, aber wir können etwas kreieren. Das ist eigentlich die klassische Stefan Hedlund-Handschrift, oder? Ganz genau. Und da muss man sagen, das ist der Leadership vom Hedlund, den er bringt. Und seine jungen Verteidiger, in Aki Paragano, den wir gesehen haben, einen Wardu, einen David Ebischer, das sind alles junge, 20-jährige Verteidiger. Denen musst du Vertrauen geben. Denen musst du sagen, wenn du etwas siehst, probier das. Wenn du mal einen Fehler machst, kein Problem. Gehst du das nächste Mal wieder, probier es genau gleich. Manchmal machen sie einen Fehler und dann sieht es irgendwie schlimm aus. Aber das ist gewollt. Und das ist eben, dass man diesen Spielern sagt, hey, du kannst das, du musst das lernen, du musst das immer weiterentwickeln. Danke vielmals. Wir werden sicher heute zu oben noch mehr darauf schauen, wie viel Vertrauen Stefan Hedlund seinen Spielern eben in dieser Situation gibt.